Dass der Verkauf seines Hauses, in dem Hans Schön über 40 Jahre mit seiner Familie gelebt hat, zum Albtraum werden würde, damit hat der 84-Jährige nicht gerechnet. Gucken Sie mich an. Einige Jahre gealtert. Sie schlafen nachts nicht mehr. Ständig neue Gedanken im Kopf. Sie werden wach, denken wieder an irgendwelche Details. Das ist das Schlimme. Das ist das Anstrengendste der ganzen Sache. Hätte ich nie gedacht. Im Juli 2023 unterschreiben er und der vermeintliche Käufer den Vertrag für seine Immobilie in Hausen über Ahr in der Gemeinde Arbergen im Rheingau-Taunus-Kreis. Kaufpreis 450.000 Euro. Doch das Geld hat der zukünftige Besitzer nie gezahlt. Trotzdem hat er das Haus schon vermietet. An die Ausländerbehörde des Kreises. Er richtet die Räume ein, baut sogar zusätzliche Wände. 14 Geflüchtete wohnen dort im September vergangenen Jahres. Das ist hier eins von den Zimmern, so wie wir sie vorgefunden haben. Es ist nichts verändert. Es ist alles noch so, wie sie es verlassen haben. Hans Schön sorgt sich nun wegen möglicher Schäden. Weil unten drunter ist in diesem Wohnbereich oben und hier Fußbodenheizung. Zusätzlich zu den Radiatoren. Und ich hatte Angst, dass der unten in die Installation bohrt. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wenn wir es wegmachen, werden wir es sehen. Seine Garage war beim Verkauf leer. Jetzt ist sie Abstellkammer. Doch wie konnte es dazu kommen? Hans Schön übergibt beim Notar dem Nachbesitzer gegen eine Anzahlung den Schlüssel. Denn er wohnt mit seiner Frau bereits bei der Tochter in der Schweiz. Ich habe ihm vertraut. Ich dachte, das ist ehrlich gemeint. Der hat uns belogen. Und gucken Sie mal, der Notar, der Anwalt, alle waren dabei. Und es ist doch passiert. Und zum ersten Mal in seinem Leben muss Hans Schön vor Gericht ziehen. Mit seinem Schwiegersohn reist er aus der Schweiz an. Denn sein Haus kann er noch nicht wieder verkaufen. Der vermeintliche Käufer will seine Vormerkung im Grundbuch nicht löschen, wenn er nicht seine Anzahlung von insgesamt 45.000 Euro zurückbekommt. Am Ende einigt man sich. Hans Schön zahlt nur 8.500 Euro. Sein Anwalt spekuliert über die Motive für den Hauskauf. Die Gegenseite spricht nicht mit uns. Meine Vermutung ist, dass die über die Vermietung das Eigenkapital schaffen wollten. Dass sie also die Verkäufer erstmal sozusagen am langen Arm verhungern lassen wollten, bis so viel Miete eingenommen wurde, dass sie die Finanzierung stemmen können und genug Eigenkapital haben. Nun muss der 84-Jährige erstmal sein Haus in Ordnung bringen, um es nach über einem Jahr Rechtsstreit endlich verkaufen zu können. Nach dem Gerichtsentscheid bin ich etwas erleichtert. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil wir verlieren zwar einiges, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt angelandet, wo wir ein Licht wiedersehen im Dunkeln. Trotzdem bleibt die bittere Erfahrung. Gib niemals den Hausschlüssel aus der Hand, bevor du nicht den vollen Kaufpreis bekommen hast.